Das Schreckensgespenst vieler Windows-Nutzer ist zurück, Recall. In diesem Video schauen wir uns an, wie es in Windows mit Recall weitergeht und welche Pläne Microsoft schon in Arbeit hat, die die nächste Eskalationsstufe darstellen könnten. Steigen wir ein mit einem kurzen Rückblick, was bisher geschah. Im Mai 2024 stellte Microsoft seine neueste Funktion im KI-Hype vor, nämlich Recall. Die Software erstellt alle paar Sekunden ein Bildschirmfoto und soll dank künstlicher Intelligenz eine Suche über sämtliche Programme hinweg ermöglichen. Die echten Gedächtnisse dagegen von vielen Sicherheitsforschern und Nutzern waren alarmiert. Sie sahen die nächste Stufe in der Überwachung. Alarm! Zumal ja Microsoft ohnehin schon seit vielen Jahren durch gravierende Sicherheitsmängel negativ auffällt. Recall ist da keine Ausnahme, wie man schon wenige Wochen später sehen konnte. Hier hatte nämlich Microsoft bei ihren Sicherheitsversprechen nicht nur übertrieben, sondern teils glatt gelogen. Sensible Daten liegen völlig ungeschützt im Profilverzeichnis vom Nutzer. Und das KI-Washing ging hier völlig unter. Hinter der angeblich künstlichen Intelligenz steckte nämlich tatsächlich eine simple Texterkennung. Dafür erntete Microsoft heftige Kritik, sogar für sie wurde der Druck zu hoch, sie entfernten also die Forscherversion von Recall erstmal auf unbestimmte Zeit. Parallel versprach das Unternehmen mehr Sicherheit und zwar nun wirklich. Zu den geplanten Maßnahmen zählt ein Opt-in, also das Gegenteil von dem, was Microsoft seit Jahren so macht, das heißt, man muss es bewusst aktivieren, es ist nicht mehr automatisch eingeschaltet. Ursprünglich war das nämlich Microsofts Plan, dass das automatisch beim Windows-Start aktiviert wird. Laut bisherigen Bildschirmfotos sind die Knöpfe sogar neutral beschriftet. Das ist ebenfalls eine 180-Grad-Wende bei Microsoft. Die haben nämlich schon seit Jahren hier auf Dark Patterns gesetzt, um die Nutzer zu manipulieren. Angekündigt wurde auch, die Informationen nun wirklich zu schützen mit einer Verschlüsselung der erhobenen Daten. Dafür soll Windows Hello eingesetzt werden. Mit einer biometrischen Authentifizierung sind dann die Daten, die Recall sammelt, geschützt. Nach dieser Ankündigung Anfang Juni 2024 war es still geworden, da hat man das bis auf weiteres aufgeschoben. Nun wurde bekannt, dass Recall wieder zurückkommt. Microsoft geht plötzlich auf Kritik ein. Die Firmenpolitik wird zugunsten der Nutzerinteressen zurückgestellt. Man verbessert Dinge. Das sind ja ganz neue Töne bei Microsoft und manche glauben tatsächlich, da kommt jetzt die 180-Grad-Wende. Die PC-Welt hat hier getitelt, Microsoft erlaubt endlich die Deinstallation des umstrittenen Recall-Features. Doch da hat man sich einer Illusion hingegeben. Es gab tatsächlich bei den Windows-Features, also bei den Funktionen von Windows, einen Eintrag Recall, den man entfernen konnte, um das zu löschen. Also keine Halluzination. Trotzdem eine Illusion, die PC-Welt hat den Titel mittlerweile ändern müssen, denn das war ein Fehler, sagt Microsoft. Tatsächlich soll Recall zum festen Bestandteil des Windows-Betriebssystems werden. Man werde diesen Fehler beseitigen, sodass man diesen Eintrag dann zum Deinstallieren nicht mehr vorfindet. Diesen Weg, Dinge in Windows zu integrieren, um sie allen Nutzern aufs Auge zu drücken, den geht Microsoft ja schon länger. Das haben sie zum Beispiel schon vor Jahrzehnten mit ihrem Internet Explorer versucht. Microsofts weiterer Plan ist nun die Testversion von Recall, also die neue Testversion, ab Oktober 2024 an die freiwilligen Tester vom Insider Preview Programm zu verteilen. Vorher gibt es noch eine Umbenennung in Microsoft 365 Copilot. Das dürfte kaum jemand überraschen. Umbenennungen, die sind ja bei Microsoft an der Tagesordnung. Außerdem wird eine Prognose wahr, die ich in der Diskussion schon an manchen Stellen geäußert hatte. Nämlich kommt jetzt dieses ganze Copilot Plus im November auch auf x86 PCs. Mit der Nische von ARM-Systemen ist also Schluss. Allerdings wird trotzdem immer noch ein System mit NPU verlangt, also ein relativ aktueller AMD- oder Intel-Prozessor. Das ist trotzdem ziemlich neu. Ursprünglich lief das Ganze nämlich nur auf ARM-Systemen, also eben ohne AMD und Intel. Was sich im Gegensatz zum Namen aber nicht ändert, ist die Tradition von Microsoft, Software voller Sicherheitsmängel auszuliefern. Das ist mit KI ja besonders einfach. Da hatten wir jüngst erst eine Katastrophe in Microsoft Copilot Studio, bei der man auf sensible Daten zugreifen kann oder teilweise sie sogar manipulieren kann. Jailbreaks zum Umgehen der Sicherheitsvorkehrungen gibt es für diese ganzen Chatbots ja zuhauf, da hat sogar Microsoft mal einen gefunden. Mit der EU gab es Ärger.
Da gerät Microsoft unter den Verdacht, die Risiken von ihren sogenannten KI-Diensten zu verheimlichen. Außerdem könnten sie gegen den Digital Service Act verstoßen. Da passt es ja gut, dass sogar Microsofts AI-Bot für das Gesundheitswesen gehackt wurde. Damit war unbefugter Zugriff auf die Daten von Gesundheitsorganisationen möglich. Ist das so wichtig? Ja, das ist wichtig. Während die Sicherheit also weiter nicht im Griff ist, arbeitet Microsoft schon am nächsten Projekt. Wer nach dem Recall-Desaster eine Pause erwartet, der hat die Rechnung ohne Microsoft gemacht. In der Windows-Test-Version wurde ein neues Werkzeug entdeckt, das heißt Intelligent Media Search. Es soll all Dateien auf dem PC vom Nutzer scannen und abrufen können. Dabei ist der Typ unerheblich. Durch Transkribieren sollen auch zum Beispiel Videos durchsuchbar sein oder Podcasts. Das ging ja bisher eben nicht, bloß auf Basis von den Metadaten, wie zum Beispiel Dateiname, aber man konnte eben nicht Zitate aus einem Podcast oder Dialoge aus Filmen suchen. Offiziell hat Microsoft zu dem Projekt noch keine Details angekündigt. Das stammt alles aus Reverse Engineering von Insidern, die dort entsprechende Software entdeckt haben. Es ist daher momentan noch unklar, ob das eine eigene Software wird oder ob sich deren Funktionen in andere Komponenten integrieren. Denkbar wäre hier zum Beispiel die Suche von Windows, die Suche vom Explorer oder eben gar in Recall selbst. Angriffe mit Hilfe von KI werden derzeit als das größte Sicherheitsrisiko gesehen. Hier ist Microsoft nicht nur dabei, sondern mittendrin. Der US-Kongress hat zum Beispiel Copilot verboten, weil die Daten dort drin nicht sicher sind. Microsoft befeuert diese ganzen Probleme, indem sie den Hype mit Gewalt überall einbauen und das erzwingen, dass man das benutzt, nach dem Motto, Widerstand ist bei uns zwecklos. Dass die Sicherheit in der Praxis für Microsoft keine große Rolle spielt, das beweist ja schon der erste dreiste Versuch von Recall sehr eindrucksvoll. Ein Ende ist nicht in Sicht, eher im Gegenteil, wir scheinen ja noch ziemlich am Anfang zu stehen. Die Folgen davon werden wir noch zu spüren bekommen und die werden nicht alle so lustig sein, wie zum Beispiel der Chatbot vom DPD-Paketdienst, der hier sagt, das ist der schlechteste Paketdienst, obwohl der ja für diesen arbeitet und daher zumindest nicht schlecht über sein eigenes System oder über seinen Chef reden sollte. An der Seite findest du noch weitere Videos zu Recall und auch anderen Gängeleien von Microsoft. Allein zu Recall habe ich ja schon mal zwei gemacht, da habe ich das alles im Detail erklärt, schau dir die gerne noch an. Wie immer ist deine Meinung willkommen, schreib sie gerne auf hulabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.